So, willkommen zurück zu Enshrouded. Ich habe ein bisschen mein Setup umgebaut. Ich hole euch einfach gleich mal dazu. Ja, hi. Es steht noch nicht optimal alles. Der Sound ist auch noch nicht so perfekt, wie ich ihn haben will. Ja, es ist so ein Working Process. Ja, wir haben die. Ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet. Tatsächlich habe ich euch nicht mitgenommen, hier das zu exploren und so. Ich habe das zwar aufgenommen, aber ich meine, um jetzt hier rumzulaufen, da ist einfach nichts. Hier war so ein kleiner Tempel, der war unterirdisch. Da kann man sich so runterbuddeln. Da ist jetzt aber auch, weiß nicht. Ja, da sind zwei Rüstungsteile dabei gewesen, bin ich ehrlich. Die habe ich auch schon angezogen hier. Wo ist unser Charakter? Das war einmal hier der strahlende Paladin-Helm. Die Rüstung habe ich gecraftet endlich. Das habe ich jetzt mal nebenbei ein bisschen reinfließen lassen. Die Adleraugenhandschuhe. Die Dunkelmonarchenhose kennen wir ja noch. Und die strahlende Paladin-Stiefel haben wir gefunden. Dazu haben wir auch, glaube ich, eine neue Waffe gefunden. War das nicht so? Nee. Ja, das war alles nur hier bisschen Zeug, was wir nicht gebraucht haben. Ich habe die Flammenstufe erhöht. Das heißt, wir können jetzt endlich hier runter. Wir treffen uns jetzt hier beim Eingang. Ich glaube, da sind schon mal ein paar Gegner, um uns in Empfang zu nehmen. Upsi. So. So, ich fliege mal hier ein Stück runter. Das letzte Mal bin ich ja so glorreich. Wo ist denn. Hä? Wieso ist hier ein Grabstein? Achso, da wo ich AFK war, kam dann. Sieht jemand den Grabstein? Da ist er. Da kam ein Drache und oder ein fliegendes Vieh und hat mich umgebracht. Naja, was haben wir noch vor? Wir wollen hier unten Fuß fassen. Ich denke mal, ach so, ich schon markiert hier die große Beutetruhe mitnehmen. Und je nachdem, wie weitläufig das hier ist, das kann ich natürlich noch überhaupt nicht einschätzen. Gehen wir mal weiter. Sind wir hier richtig jetzt? Ja. Eigentlich hier abbiegen müssen. Ich schon gesagt, dass ich die Drachen hasse. Bin mir auf die Nerven. Bin natürlich noch einer. Außerdem ich mal nicht die einzigste eine, die so ein bisschen Arschritze ist. Jetzt gehen wir schon wieder hoch. So, das letzte Mal bin ich hier runtergesprungen. Ist die Map? Da bin ich hier gelandet. Und da ist unendlich tiefes Miasma. Steht zumindest da, wo man stirbt. Hier ist ein Nest von den Kleinen weg. Ja, wie gesehen. So, hier liegen lauter Körper drin rum. Okay, unendlich tiefes Miasma. Da sind wir ja hier, weiß nicht, da kann man ja hier ein bisschen weiterlaufen. Da kommt man jetzt gar nicht mehr hin, oder? Okay. Gehen wir mal ein Stückchen zurück. Wir müssen eh dann noch weiter hier. Und dann dürfte es eigentlich wieder nach oben gehen. Letztes Mal war hier so eine Knochensichel, oder wie das Vieh heißt. Was ist denn hier? Level 23. Hätte ich mal ein bisschen Gas gegeben, dann wären wir jetzt schon längst in dem Areal gewesen. Oh, jei. Muss mal schauen, wie das ist mit meiner Stimme und dem Sound jetzt. Ich habe das nämlich alles ein bisschen runtergedreht. Und das andere Mikrofon noch so aktiv war. Kommt man da bestimmt irgendwo hoch. Oh Bruder, wie ich es gar nicht gecheckt habe, das ist eine scheiß Brücke, Mann. Und ich denke so, wie kommt man da hoch? Es ist die Brücke ins Nichts. Bye. Hier ist keine Deko, gar nichts drauf. Die Brücke hätte ich auch gebaut, so. Also.
Aber es ist ungefähr so liebevoll gebaut wie mein Haus. Sehr, sehr premiummäßig. So, wir sind drüben angekommen. Wir sind noch nicht gestorben am Miasma. Ich denke mal, dass wir jetzt erstmal dem Weg folgen. Auf der linken Seite. Sieht das nicht aus wie so ein Tempel von den Flammen? Wollen wir da mal zuerst schauen gehen, bevor wir uns... Wir lassen uns eh mal vom Plan ablenken, also von daher. Falls ihr mal das Video seht, ja, und tatsächlich interessiert ist an dieser Art von Videos, ich hätte mal eine Frage an die Leute, die sich mit Webcams auskennen, ja. Was muss man einstellen, dass zum Beispiel jetzt gerade eben, habe ich gesehen, ich bin jetzt hier in dieses etwas orange gefärbte Sandgebiet gekommen und ich meine, schaut euch die Kamera an, die reagiert sofort auf das, auf die Beleuchtung, die Beleuchtungsfarbe, die sich ändert. Und ich meine, ich habe den Weißabgleich aus, dass sich das anpasst. Hier, Belichtung habe ich ein bisschen runtergenommen, ich habe eine LUT-Datei draufgelegt. Und wenn ich so mich normal filme mit dem Kameralicht, was hier oben drüber ist und da drüben, dann habe ich gar keine Probleme. Aber sobald der Bildschirm ein Spiel abspielt oder egal was, keine Ahnung, kommt er damit nicht mehr klar. Ja, falls jemand eine Lösung dafür weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, das wäre richtig nett von euch. Ich habe nämlich schon alles ausprobiert. Alles kann es ja nicht gewesen sein. Schaut euch an, jetzt bin ich blau auf einmal. Ich weiß nicht, das hatte ich mit meiner vorigen Kamera nicht. Ich meine, ich habe für die Kamera tatsächlich auch noch eine eigene Software. Wenn ich das da einstelle, ist alles super. Dann muss ich das ja in Nvidia Broadcast reintun, weil ich ja kein Greenscreen benutze, sondern das rausrechnen lasse mit meiner Grafikkarte. Ja, keine Ahnung. Ich bin langsam super überfragt. Oh. Kommen wir überhaupt rein? Tatsächlich. Achso, hier ist gar nichts. Großartig. Hätten wir uns auch klemmen können. Kommt bestimmt noch. So storymäßig. Ja, sonst. Was liegt sonst noch an? Ich habe noch ein paar Let's Play-Ideen für die nächste Zeit, die wir überbrücken, wo wir jetzt nicht so wirklich ein Spiel haben, wo ich Bock drauf habe. Aber wir sind ja hier noch ein bisschen beschäftigt. Oh, hier sind die Gegner Level 30. Alter. Er killt mich einfach. Hätte ich schon mal gesagt, dass ich diese hässlichen Drachen nicht leiden kann? Aber es sollen ja eigentlich Vögel sein. Ach, der greift den an. Großartig. So, wir bleiben mal hier auf der Straße. Ich denke mal, dass wir hier direkt zur großen Beute kommen. Hm. Kann ja sein, dass hier auch wieder... Okay, alte Bücher. Dass hier noch neue Craft-Sachen dazukommen. Können wir einmal hier lang gehen? Okay, ist immer noch One-Hit, auch wenn sie Level 30 sind. Ich finde ein bisschen schade, dass wir auch nicht weiter aufsteigen können. Was ist denn hier drin? Hier sieht so ein bisschen nach Mine aus, da unten. Das ist auch so fies, dass man nichts gegen die machen kann. Scheppert aber Schaden rein. Mann. Mich verlaufen. Bum, bum, bum. Oh, die Alten haben richtig was raus, Mann. Jetzt sind wir wieder ein bisschen challenging hier. Wir sind doch eigentlich auf dem richtigen Weg. Wir scheißen jetzt mal auf den Weg, den wir gerade gelaufen sind. Probieren wir mal ein bisschen inkognito am Rand entlang zu kommen.
weiß ja nicht, vielleicht ist es bei anderen Leuten ja normal, dass die Farbe sich immer austauscht. Ich konnte auch irgendwie nicht wirklich was dazu finden. Die am meisten Leute meinen einfach, macht den Weißer gleich aus und dein Problem ist gelöst. Ich will euch jetzt hier auch nicht die ganze Zeit voll labern, weil ich meine Kameraqualität kacke finde. Weil es interessiert wirklich keine Sau. Also würde ich zumindest mal behaupten. So, ein bisschen links halten müssen wir uns. Nicht, dass wir wieder 100 Jahre klettern müssen. Das kennen wir ja alle. Kommen wir irgendwo nicht weiter, ne? Und dann... Schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Ne, wir essen mal hier was. Wir haben unsere Foodbuffs noch gar nicht am Laufen. Trinken müssen wir. So, und ich müsste mal kurz... Das sind tatsächlich unsere nächsten Quests. Wie viele Quests haben wir denn hier gemacht? Steht das irgendwo? Ich glaube, wenn man reinspawnt. Ich glaube, irgendwie 50, 56 oder so. Ja, 56, 58 kann das sein. Irgendwie sowas. Ist ja auch eigentlich egal am Ende. Wieder runter? Ne, müssen hier noch vorbei. Schön, dass ich so oft auf die Map gucke, aber es sieht ja alles gleich aus. Deswegen, ah ja, yes, hier ist das Camp. Schon gesehen jetzt. Falls ihr Bock auf die nächste Zeit ein bisschen Valorant streamen habt oder mal ein neues Best-of quasi, dann kann ich ja demnächst noch ein bisschen wieder competitive spielen. Ich hatte aber die ganze Zeit keine Lust gehabt. Wenn man keinen Bock hat, dann spielt man gleich scheiße. Mal hier ein bisschen minimieren. Ich finde es so lustig, dass hier ihren eigenen Scheiß zerstören. Ich krieg keinen Fallschaden. Diesen Wings ist leicht. Ich weiß auch nicht, die Kamera hängt ein bisschen hinterher, also zumindest kommt mir das vor. Also was ich ein bisschen schade finde, ist, dass hier Fraktion hier von den Banditencamps und so, dass die nicht ein bisschen mitskalieren. Das heißt, die anderen Miasma-Kollegen, die haben ja schon eine krassere Rüstung an und so, oder eine Vollrüstung, oder mal ein Riesenschild, oder mal ein kleines Schild oder so. Aber die sind ja wirklich immer gleich hier. Ja. Vielleicht kriegen die es ja noch mit hin, oder bringen noch eine andere Fraktion rein oder so. Vielleicht mal so eine Trader-Fraktion, wo man dann mal ein bisschen was vertraden kann oder so. Das wäre natürlich auch ziemlich geil. Also, würde mir gefallen. Hier ist doch bestimmt wieder ein Endgegner oder so. Was ist hier? Klingen Outpost. Sogar der Mine. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Mine, aber ist ja... Nur Dingens da unten. Ach du Scheiße. Ah, da habe ich eine Sekunde nicht aufgepasst. Dann passiert's. Was sind wir denn hier jetzt? Ach hier, den können wir aber ziemlich gut durchfliegen eigentlich. Warte mal. So. Was ich interessant finde, ist, guckt euch mal da oben, das, was auf dem Berg da gebaut ist, an. Ja, das sieht man jetzt natürlich nicht. Oben links. Da waren wir jetzt gerade eben an dem Haupteingang. Da oben auf dem Berg. Oh, ich kann es gar nicht erwarten, den letzten Gleiter zu bekommen. Bestimmt ist der übelst OP. Braucht gar keine Ausdauer mehr. Hier war das.
Vielleicht kommt ja dann noch eine Quest oder am Ende eine Quest oder was weiß ich, dass man da noch rein kann, weil sonst würden die jetzt hier nicht so ein riesen Gebäude hinstellen, was bis dahin hochreicht. Vielleicht kommen wir da noch hin. Also kann ja sein, dass ich das nur noch nicht kenne. Warte mal, wir müssen uns hier noch mal ein bisschen hochbraffen. Habe ich nichts anderes zu essen dabei? Ah, muss man natürlich... das muss man natürlich kochen. Ah ne, ich habe mal was Süßes dabei, glaube ich, ja. So. Ja, trotz der neuen Rüstung, die Level 30er hauen immer noch rein. Also ist tatsächlich noch challenging hier. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte, wir schlachten uns jetzt hier durch. Wir, schon hier so ein scheiß Nest von denen. Jawohl. Ja, schade, dass die XP nicht mehr weiter skalieren. Ich meine, man könnte ja trotzdem noch weiter leveln. Du hast halt irgendwie minimalen Anreiz, das Game weiterzuspielen. Weil ich meine, Level 25 sind wir jetzt schon seit dem... seit Part 18 oder so, oder Part 20. Verbessert mich bitte, wenn ich mich irre. Aber, was ist denn da vorne? Wir sehen quasi, wir können Luftlinie den Sonnentempel schon sehen, der ist da vorne. Ich denke mal, dass wir das jetzt alles in diesem Part abfrühstücken. Wie spät haben wir es? Okay. Schaffen wir noch. Das Wissen. Und lustig fände ich es auch, wenn man so das Miasma vertreiben könnte, wenn man diesen Baum abbaut. Das ist ja kurzzeitig nicht mehr da dann. Da wird dann aber... also es wird nächstes Mal, wenn man reinspawnt, halt wieder zurückgesetzt. So, dass man das einfach, wenn man es erledigt hat, dass es dann das Miasma komplett aus dem Areal verschwindet. Müssen es jetzt ein bisschen schwieriger machen, das zu bewerkstelligen quasi. Aber, ja, wir lassen uns mal überraschen, wie sie das jetzt demnächst handeln. Weil dass sich dann da zum Beispiel das Areal wieder akklimatisiert und die normale Welt da entsteht. Das wäre ganz geil. Und dass man die ganzen Brücken und alles reparieren könnte. Ja. Das wäre auch noch gut. So, wir hatten uns jetzt hier killen lassen von unserem krassen Grünen. Mal schauen, was hier oben noch so ist. Da ist er ja. So. Den kleinen Penner mal auf die Mütze hier. So. So, jetzt schauen wir mal hier in die Zelte. Irgendwo sollte ja hier ein kleiner Schatz vergraben sein. Vielleicht gibt es dann noch einen Endboss in der kleinen Mine, die wir da anschauen konnten. Hier war jetzt nicht wirklich was. Oh, hier ist noch eine. Hier ist die goldene Kiste. Aber schauen wir, was hier die Beute war. Für den ganzen Stress. Also ich weiß nicht. Wenn das die Mission war. Ja, tatsächlich. Nee. Was für eine Scheiße. So, Sonnentempel oder... Ich würde sagen Sonnentempel und morgen machen wir den Abschnitt. Also ziehen wir uns jetzt hier noch den Miasma-Quatsch rein. Jetzt wird es auch so schön Tag gerade. Fliegen wir mal hier runter. So, ein bisschen rüber reindrehen hier. Ich denke mal, dass der Baum ja im Freien ist. Mit denen schon sehen. Ja, ist im Freien. Mal schauen, was hier auf uns wartet. Du holst eine Scheißding einfach ab. Scheiße. Das trifft einfach alles. Jawohl. Scheißen auf dich. Tschüss.
Wir haben keinen Zauber gecraftet. Wir wollen ja außerdem zum Sonnentempel schnell weiter, ne? Oder? Ich hab da keinen Gegner gesehen. Ich hab da überhaupt keinen Gegner gesehen. Also. Hab ich nicht. So. Laufen wir hier hoch und dann. So. Wenn wir nicht, wenn wir markiert haben. Und dann. Oh. Okay. Können wir jetzt mal zur Belustigung außenrum gehen hier. Um zu vermeiden, dass wir jetzt noch 2 Stunden unterwegs sind, nur zu Fuß. Ach man. In die Richtung ist auch noch so eine Hochwarte, die wir von hier sehen können. Interessant zu wissen. Da drüben, falls ihr sie sehen könnt. Diese Ausdauer, Alter. Was ist denn da los? Wir haben schon das geilste Fressen gecraftet. Und jetzt immer noch arschritzig hier. Nee, nee. Welche Warte können wir denn hier sehen eigentlich? Hier? Ist das die Ödlandwarte? Nee. Was ist denn das hier drin? Maximale Verwirrung. Das eigentlich das Beste, um. Ah nee, das war das Maximum, was wir jetzt an Flammen aufwerten konnten. Ich habe gedacht, dass wir jetzt nochmal unendlich viel Zeug farmen müssen. Das hat nämlich super lange gedauert. Einfach nur aus dem Grund, dass man eine 40 oder 45 Safran gebraucht hat. Wenn man die, was ich natürlich nicht gewusst habe, Höhenpassage. Interessant. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass man die gedüngte Erde natürlich auch bauen muss. Auf dem Boden. Damit es dann halt auch mal in Time irgendwann fertig wird. Weil sonst ist man wirklich. Was waren das Ingame-Tage? Ich glaube. Hier? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was gecraftet habt, wo ihr die ganze Zeit darauf gewartet habt, dass es fertig gewachsen ist, wie zum Beispiel Lachs oder wie auch immer das heißt. Sind das richtige Nester gebaut aus diesem Knochenscheiß? Wir sind schon angekommen jetzt. Zumindest der Eingang zum Tempel. Ich muss kurz nachschauen, wie viele Pfeile wir noch haben. Nicht wirklich was. Ich habe ein bisschen Angst, weil das hier so riesig aufgebaut ist, dass es ein tatsächlicher Riesentempel wird. Kann natürlich auch gar kein Tempel sein. Einfach nur eine Steinsformation. Wo man dann ein bisschen hochklettern und das war's. Aber es sieht nicht so aus. Haben wir noch was zum Essen dabei? 9 Blockchance. Achso, wir haben ja das hier noch im Essen dabei. Das ist der Ausdauer-Regenerations-Boost, den wir da im Gepäck haben. Und ich habe einfach vergessen, dass wir das schon gecraftet haben. Okay. Jetzt wird es aber ein bisschen interessanter hier. Das war nur das Eingangstor. Den tatsächlichen Sonnentempel haben wir jetzt gefunden. Oh Gott, es geht noch in die Höhlen. Es gibt 3 Eingänge. Scheiße, 4 Eingänge. Okay, lass uns überraschen. Hier brauchen wir wieder Dietriche. Ich habe, glaube ich, 8 oder 6 Stück. Haben wir den falschen Zauber benutzt. Natürlich super. Wo
Ich habe nur genug Damage Output bei den Kollegen. Eigentlich bevor sie ihren Kopf anzünden. Die müssen die eigentlich gar nicht looten. Sollte das so komisch gebaut sein? Das ist, glaube ich, Lava hier hinten. Echt cool gebaut. Vielleicht finden wir ja noch Lava-Blöcke. Natürlich. Achso, hier ist der tatsächliche Endeingang. Hier. Und hier irgendwo hoch. Check ich das nur nicht? Nee, ich check's nicht. Okay, wie gesagt, das heißt, wir brauchen 4 Schalter. Und hier sind 1, 2, 3, 4 Häuser. Ich denke mal, ja, auch 3 Schalter, bevor wir das aufkriegen. Was kaputt ist. Hier geht's auch noch hoch. Aber nicht von hier, sondern von da drüben. Boah, ich war ziemlich mental heute noch den Tempel schaffen nach der Arbeit, Alter. Das sieht doch aus wie ein Anfang hier. Hat ein bisschen Zelda-Vibes. Oder Prince of Persia schon wieder. Eine Ausdauer. So, diese Drecks-Ausdauer. Liebe ich ja. Das ist ja ein Favorit. Ein Favorit hier auf jeden Fall. So, können wir ein bisschen Scheiß zerstören, den wir nicht brauchen. Ja, als ob man... den ganzen Sachen sehr doll hinterher. Ach. Sehr doll hinterher. Nur noch 5 Dietriche. Habt ihr die Kiste auch gesehen gerade? Ich hab sie gesehen. Moment hier. Eine Bombe ist drin oder so? Eine Bombe? Eisenpfeile. Gut, genau. So. Ach, das war nur der Weg hier zum Eingang. Brudi. Brudi. Let's go. Okay. Vielleicht haben sie sich ja mal richtig was ausgedacht bei dem Tempel hier. Und nicht so wie bei manchen anderen. Okay, jetzt habe ich den ganzen Scheiß in Gang gesetzt. Eine Lampe ist an. Das war's jetzt hier, oder was? Okay, der leuchtet schon mal. Wenn nicht, wir wissen jetzt, wie der Weg nach oben ist da. Ach du Scheiße. Ist da so ein bisschen Indiana Jones mäßig. Bin ich ein bisschen so groß hier eigentlich? Ich mach mal so. Passt das so? Ach Scheiße, jetzt habe ich was. Ne. So. Ach du Scheiße.
So, Jesus. Ach Gott, da vorne ist da erstmal ein Schalter. Okay, das heißt. Okay, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir jetzt nicht den richtigen Weg gelaufen. Das wäre einfach abgestürzt, oder das, wir wären einfach. Oder wir wären einfach explodiert. Wir wären einfach explodiert. Leute. So, zweite Taste ist auch an. Zweite Taste ist auch an. Hier nicht reinkommen. Das ist der Endraum quasi. Habe ich irgendwas übersehen? Wahrscheinlich. Da könnte man nicht hier hoch. Aha. Oh Gott. Aha. Ich habe was übersehen, ja. Tatsächlich. So, wir haben jetzt den Sonnentempel tatsächlich geöffnet. Bin ich mal gespannt, was es da zu holen gibt. So atemberaubend kann es ja nicht sein. Weil wir haben ja schon absolut krasse Dinge hier. Wir essen mal noch so hier eine Yucca-Frucht gegrillt. Was war was, hieß das? Wir beschwören mal ein Feuerirrlicht. Macht das eigentlich? Scheiße, soll ich hier einfach benutzen, ne? Kommt das hier mit mir mit? Nee. Ach, ich dachte, wir müssen jetzt nur einen ganzen Tempel lösen. Ne, hier steht einfach eine goldene Kiste drin. Entzündeter Bogen. Ist ja gut, dass wir den schon haben. Ach, das Irrlicht liegt jetzt mit uns viel mit rum. Okay, es geht noch nach oben. Noch jemand hier? Ach, da oben ist der Drache. Ganz weit da hinten. Wüstentempelblock. Wüstentempel. Draußen tobt immer noch der Sturm. Ich kann den Seil liegen und Yucca genießen. Ja. Noch die Flamme. Surats Rast, nicht diese fette Tempeltreppe. Ja, das war der Sonnentempel. Ich bin ein bisschen. Da hätte ich jetzt auch trotzdem mehr erwartet, als ein paar Schalterchen drücken, die goldene Kiste, wo sowieso nur Schrund drin ist, zu bekommen, und dann war es das schon wieder. Deswegen gehen wir jetzt noch mal kurz auf die Map. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge treffen wir uns einfach an dem. Mal so die Map auf hier. Treffen wir uns einfach hier und holen uns den letzten Gleiter. Und dann schauen wir mal, ob wir noch andere Dinge dabei erledigen können. Ja, aber wie immer, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye!